Oh. Wein. Vielen Dank. Aber ich brauche ein bisschen Luft, ne? Also, sonst. Ich brauche ein bisschen Fächern. Doch, das kriegst du auf jeden Fall gleichzeitig hin, oder? Alles gut? Ja. Okay. Ja, nicht zwei auf einmal. Mhm. Das ist ja total cool hier im 1337 Camp. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Und ihr seht es schon, ich bin heute in einem ganz, ganz, ganz anderen Setup als sonst. Meine lieben Freunde, ich will gar nicht zu lange labern. Guckt euch das an, wo ich hier gerade bin. Das 1337 Camp, die haben unglaubliche Arbeit geleistet, hier so ein schönes Setup aufzubauen für mich. Das ist sehr, sehr strong. Für alle, die sich fragen, ob das absolut Wodka ist, das ist absolut Wodka und ich werde mich heute hier komplett besaufen. Super. Ich würde sagen, meine lieben Freunde, lasst uns doch gleich in die ersten Games gehen. Ich bin, für alle, die es nicht wissen, ich bin auf einem Bootcamp, wo all möglichen Pros mit am Start sind. Und das wird heute sehr, sehr nice und sehr, sehr cringe auch. Genau darum soll es gehen. Ich werde auch zwischendrin natürlich noch einen Vlog drehen und wir werden natürlich hier mit am Start sein. Wir haben eine coole Regie mit am Start. Ey, die machen das super. Wir gehen rein. Die Top 250 qualifizieren sich und wir sehen jetzt hier auf der 1 ein deutschsprachiges Trio mit. Oder was heißt deutschsprachiges Trio? Aber das ist ein deutschsprachiger Spieler und zwar Till ist mit oben dabei und Vedal, Noah und Aqua sind auch mit am Start. Ist Mawaka auf der 3, Shizu auf der 4, Kensix auf der 5. Ich freue mich schon, das ist ja die erste Woche erst. Hi Chris wieder auf der... Ich habe es die ganze Zeit ja schon gesagt, Freunde. Hi Chris, sein Trio ist unglaublich doll am Performen zurzeit. Seit mehreren Monaten immer mit on top dabei. Kami der Pole auf der 8, Milan auf der 9, Kinsel ist auf der 10, Kebab auf der 13, Andilex, Nazy und Sweezy, das ehemalige Super-Trio auf der 14 gerade. Master Shifu, aka Dietrix, ist auf der 15 mit Kirby und Ritasie. Aware, Kylie und Bubak. Was ist das denn für eine Mischung? Ey, das sind super, super krasse Mischungen, die zurzeit mit dabei sind. Yannis, Hen und Chapix auch. Das ist das Chinkin, Ariana, SMG und Ju? Ey, das sind so wild. Ey, wir gehen erstmal rein, Chat. Wir gehen erstmal rein. Wir müssen uns das Ganze erstmal anschauen. Guck dir hier diesen Matchverlauf an. Erster mit 22 Kills und erster mit 14 Kills. Und wir gehen natürlich rein in die Standings. Das war schon sehr, sehr geil. So, wir gehen aber jetzt endlich mal in die... Oh, ist ja schon wieder vorbei. Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt endlich mal in den allerersten Fight, aber es ist kein tatsächlicher Fight gewesen, sondern Reason hält einfach die P90 rein und holt sich hier den Kill. Ganz entspannt, poppt sich jetzt hier den Biggie. Okay, weil Vedal sieht ein bisschen danach aus, als würde er Soft-Aim hier auf dem Bootcamp. Oh, er hat den Kill bekommen. Stark. 213 im Buff. Das Ding ist, er hat ihn halt nur zweimal getroffen. Deine Stirn sieht heute besonders gut aus. Ein Hit geht rein, Reason ist schon rotiert, Chat. Das Ding ist, ich muss mal ganz kurz gucken, haben sie überhaupt ein Jumphead? Sie haben zwei Jumpheads sogar. Aqua mit beiden Jumpheads mit dabei. Nein, oh, wieder switchen, wir sind im Late Game. Nur ich sag doch, Chat, ich habe gerade eben noch gesagt, die Golden ist broke. Guck mal hier, Mitro, Digga, komplett lost, der Typ. Ja. Finish, Digga. Fertig. Ist mich tot? Genau. Nein, bist du nicht. So, 76, jetzt kommt Noah, Digga. Auf Noah, quick, auf Noah. Noah ist schon da. Der komplett, Alter, jetzt hier 2v1 oder so gleich. Wie? Goldene Pump. Ich weiß nicht, was er da macht. Oh! Dead, get dead. The fuck out. Miss, 7%. Get Alter, the fuck chillig. Out. Holy shit. Jetzt wieder auf mich, jetzt kommt die Grasio, Alter. Oh. Aqua macht schon wieder gar nichts. Aqua keine Mets, komplett los. Ja, jetzt einfach auf mich gehen und ich bin jetzt weg. Okay. Der ist der, oh mein Gott, schöner Kill. Man darf immer nur mit schlechteren Leuten tauschen. Digga, warum ist die P90 so OP? Wurde gestern noch von meinem kleinen Gesang gefragt, ey, spielst du zu zweit? Schöner Kill. Das war genau der, das ist der wichtigste Kill gewesen. Guck mal. Oh mein Gott, Seiko, der Arme. Oh mein Gott, wer war das denn? Die Dreier Franzosen komplett geknechtet worden. Und damit jetzt die 2v2-Situation und, ja, das war's. Er ist einfach reingesprungen in die Olga. 7 Kills von Vedal, 3 von Noah, 1 von Aqua und damit die Lobbyfiller. Funktion natürlich aufrechterhalten. 11 Kills insgesamt und damit sind sie schon qualifiziert, meine lieben Freunde da draußen. Sau, sau starke Runde von den Jungs. Ist die Qualität so okay? Das ist halt Handy, ne? So. Nein, aber jetzt bist du. Jetzt spielt jetzt. Vielleicht ist es nicht jetzt. Ich komm später hoch, aber jetzt ist sauer. Ja, aber wir müssen noch holen. Ja, ich habe auch schon gemacht. Aber ich will jetzt erstmal sehen, warum ich komme da hoch. Oh, das ist einfach sauer. Ich will mich einfach nach. Keine Ahnung.
Aber ich muss sagen, wir können den Dietrichs auf jeden Fall abfacken, wenn sie eine Runde gewinnen. Dann kann man sie abfacken. Das kriegt man auf jeden Fall. Du bist aware, du bist aware, was? Und dann schmeckst du dich hoch und sagst hallo. Was geht? Was geht das, ja? Ja, bei dir? Ah, meine Süße! Willst du? Was? Schafo. Schafo? Das geht, das geht. Boah, direkt im Late Game. Können wir Dings? Können wir das Mikrofon mir anschalten? Das wäre korrekt. Ey, ich bin ein bisschen mad, dass ich keinen richtig abfacken konnte. Weil die waren alle schon abgefuckt. Mungal hier mit einer weiteren Eliminierung. Neun Teams jetzt hier noch am Leben. Er nimmt sich jetzt hier die Mats mit. 150 Mats insgesamt. Das ist Siphon Mats. Sieht hier den Gegner direkt rechts neben sich. Will ihn versuchen zu one-bomben. Er blankt ihn. Er trifft nochmal nicht. Und was? Mungral geht down, Chats. Direkt unter ihnen. Gehen jetzt hier gemeinsam rein. Oh, einer ist down. Wer war das? Das ist Hen. Hen muss auf jeden Fall hochgeholt werden. Ah, Chapix down. Chapix finished worden, Hen wahrscheinlich jetzt auch gleich finished und Giannis gleich nicht im Late Game, der muss alleine spielen. Es ist ja komplett laggy bei ihm. 44 Leute noch alive, er ist hier komplett geboxt. Ach du Scheiße, Digga. Meinst du nicht, dass Papa Platte, oder so noch einen Mod sucht? Der macht das richtig gut, Chat. Dafür, dass er, ich sag's ja immer wieder, ne? Für mich ist Aya Buffo einer der besten Controller-Spieler, die wir europaweit haben. Und ich find's sehr, sehr schade, dass er heute schon wieder einen Tag vor FNCS gesnaked wurde. Oder gestern, sorry. Er hat ja mit jemand anderes gespielt, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Und der hat ihn jetzt einen Tag vor FNCS gesnaked. Liegt das an der Waffe? Der ist doch eigentlich nicht korrekt. Oh, was? Noah geht down? Top 3 Situation, Chat. Wir sind alles noch mit am Start. Die haben immer noch den Splasher. Direkt über denen ist noch ein Team. Kami der Pol. Ey, schon wieder ist es Kami. Das ist so krank. Er wurde so ausgesperrt, Chat. Er wurde so ausgesperrt von zu Hause. Kami der Pole, Chat. Die sind schon gerade erster Platz gewesen. Und jetzt machen sie es wieder klar. Oh, guckt euch das an. Digga, guckt euch das an, Chat. Guckt euch das an. Digga, dieser Wolf hat ja gar keine Chance. Die Polen sind hier mit 5 Floppern oder so unterwegs. Und da haben sie noch doppelte Heal Cannon, Chat. Doppelte, ja. Ach, das ist so krank. Das ist so krank, Mann. Doppelte Heal Cannon, okay? Doppelte Heal Cannon und er hat immer noch 8 Flopper. Die haben aber mit 11 Kills gewonnen. Das Ding ist halt, Chat, Gambit Fuß ist halt so lange schon mit am Start. Und er hat halt immer wieder gute Trios gehabt, die so, weiß ich nicht, halt das gewisse Etwas noch gefehlt hat, ne? Aber jetzt halt in diesem komplett russischen Trio, das ist halt geistesgestört für die, ne? Oder nicht, Chat? Oder diesen dauerhaft nur am Beleidigen. Ja, aber genauso muss es. Wenn du russisch bist, dann musst du die ganze Zeit dort rumbeleidigen. Das ist so ein Ding. Das gibt den Confidence Boost. Oh, wer war das? Achso, ich dachte, das ist gerade Dietrichs gewesen, der down gegangen ist. Der Gegner ist auf jeden Fall dead. Ja. RB Pada. Ich hätte auf jeden Fall noch die Mets, glaube ich, mitgenommen. Aber, nee, Quatsch. Kann man nicht. Man kann die Mets dort nicht mitnehmen, weil die mussten hochrotieren. Das war viel cleverer, das was gerade, was Kiriaki gemacht hat. Und er hittet die Gegner immer für 70. Ist das Max Damage auf Buddy? Er geht jetzt schon. Also das ist. Sowas lost, das habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Das ist extrem lost. Ein Gegner noch. Let's go. 145 Punkte, Chat. Das ist viel zu leicht gewesen für die. Wir gehen ins Leaderboard rein. Und wir gucken rein. Kami der Pole vorhin. Erster Platz, 11 Kills. Erster Platz, 10 Kills. Und davor erster Platz, 15 Kills. Das ist extrem strong. Dann hinterher natürlich hier Aqua, Noah und Vedal. Gambit Fuß hatten wir auch gerade gesehen. Carrot, ziemlich weit oben. Blumi auf der 5. Shizu und Malibuka auf der 6. Wolfies auf der 7. Benji auf der 9. Okay. Der Schrubbel Late Game. Stimmt, Till ist auch mit oben mit dabei. Das heißt, er ist schon qualifiziert. Genauso wie Dietrichs. Der ist auch schon qualifiziert, Chat. Sau gut. Wer ist das hier? Fane, Quantox und Glubschi. Nice. Es sind halt auch sau viele neue Gesichter, Chat. Aber das kann sich halt in der nächsten Runde ändern, ne? Weil die Top 33 kommen ja nur in den Sonntag rein. Das ist halt das Chillige. Einfach mal eine Viewing Party im Liegen. Hatte ich, glaube ich, noch nie. Nice. Kann man überhaupt Medkit ziehen? Ich glaub nicht! Oh mein Gott, stark gemacht. Ich muss Medkit ziehen. Das muss eigentlich der Sieg sein, Chat.
Warum macht er jetzt ein Medkit-Play? Das macht keinen Sinn. Nein, okay, perfekt. Nice. Direkt raus. 95 Punkte! Top 3 Situation. Hä, wie haben sie denn jetzt einfach Highground bekommen? Hä, was ist das denn für eine Nummer? Das nennt man gut spielen. Einfach so, einfach gegiftet bekommen. Highground, okay, das nennt man gut spielen. Stark. Das war viel zu leicht. Oh, schöner Kill. Vor Best Boomer. Wichtiger Punkt, 108 Punkte jetzt hier für Legichat. Kalistan und Thiago direkt gegenüber in der Box. Meinst du, dass er das schafft? Ja, klar. 110. Ich glaube, 110 sollten reichen, Chat. Schön. Ja, das war's. Das war's, Chat. Jetzt geht's nur noch darum, den Flex rauszuhauen. Nice. Hey, was ist denn mit Lecce? Digga, Lecce ist plötzlich absolute Maschine geworden. Holt sich den Finish, holt sich den nächsten Finish, geht direkt weiter rein in die Box. Deine Kollegen sind direkt da, Chat. Hen! Hen mit den Crazy Viewer Host. Und das war's. Das war's. Das letzte Team auf dem Highground, das Team von Mungral. Und wenn er den jetzt hier one... Ne, das war's. Natürlich kann er das nicht schaffen. Die kommen aus dem Highground, haben sogar noch die Mets. Und in der letzten Runde gewinnt sogar noch Mungral. Und Lecce ist auch qualifiziert. Ihr müsst gucken, ob das funktioniert. Hier ist auch... Was ist das? Hier ist auch Desinfektionsmittel, falls ihr Desinfektionsmittel haben wollt. Fred, ja. Du siehst heute gut aus. Ja, danke. Du auch. Danke. Ach, du auch. Okay. Nee, du bist unter 18, deswegen. Bei mir war es schon wieder kritisch. Voll cool. Was meinst du, sorry? Bei mir war es kritisch. Wir mussten das letzte Game klatschen. Das darf eigentlich nicht passieren. Ja, wir haben gecallt, aber es war viel zu... Achso, viel zu eng. Ja, viel zu eng. Wie viele Punkte habt ihr geholt? Am Ende 122. Aber wir waren aber wir waren letzte Moving. Oder nee, zweite Moving mit 0 Mets. Und mit so 100 Punkte. Wir mussten das noch klatschen. Aber was wart ihr denn, im High oder Low? Wir waren Midground und haben am Ende Hide genommen. Ah, okay. Hier ist alles. Die haben mich gefüttert. Die haben mich im Steam gefüttert. So, ich lag hier. So. Nur ohne Vidal. Ja, vielleicht. Okay, warte. Lass einmal ganz kurz die Standings machen und dann können wir labern. Standings sind da und wir sehen, vorhin warst du auf der 1 in den Opens. Also gestern. Und jetzt ist dein altes Trio auf der 1. Wie fühlt sich das an, Aqua? Wir haben gut gespielt, wir haben ein bisschen getrollt, glaube ich, nachdem wir 3 Wins fast hatten, haben wir ein bisschen getrollt. Du warst sehr sauer auf mich, als ich einfach da hingekommen bin, obwohl ihr schon qualt wart? Nein, da sind wir gerade raumgegangen, an Reason. Ach so, an Reason, okay. Deswegen, da waren wir gerade ein bisschen pissed, aber... Okay. Ja, aber sonst haben wir gut gespielt, letzte Runde noch Zweiter und dann leider in keine Game mehr gekommen, wir haben 3 Minuten gequeued oder so. So, auf der 2 kam wieder Pol, haben wir gerade gesehen, Malibuka auf der 3, wen haben wir noch mit dabei? Alter, den habe ich ewig nicht gesehen, also den oben mit dabei habe ich ewig nicht gesehen. Carrot mit am Start, Kinsel mit dabei. Ist das der Deutsche? Ist das Blacky? Nee. Ja, doch. Ist das der Deutsche? Das ist Deutsch-Franzose. Ach, dieser Franzos-Deutsche, ja, okay. Die sind gedippt aus... Digga, kaum ist Dietrich da, Chat, riecht das hier einfach übelst nach Scheiße, aber gut. Hä, was laberst du? Ey, Depreso, danke für... So, wen haben wir dabei? Mungral, Diachi, Thomas HD, Mujin. Das Ding ist halt, es ist eigentlich so eine... Es ist eigentlich ein Muss, sich zu qualifizieren. Guck mal, hier auf der 19. Wenn es mal nicht um die Earnings geht, dann ist Dietrich natürlich oben mit dabei. Quantox, Glupschi und Fane, strong. Jungs, falls ihr das seht, Hen und Yannis, den haben wir hier, Lenko, Mauzi und Taipo, 38. Das war eine sehr schwache Leistung. Ja, er meinte, er hat auf 30 FPS gespielt, oder? Echt jetzt? Nur einmal Erster? Einmal nur Erster? Okay. Lecce hat sich auch qualifiziert in der letzten Runde, ganz, ganz wichtig. 132 Punkte sogar noch für den Flex rausgehauen. Ömer mit dabei auf der 44. Lenuf. Und wenn das ein Achievement ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, Kylie. X8. Wo ist X8? Nur kurz da, nur Hallo gesagt, glaube ich. Die Top 250 haben 104 Punkte gebraucht. Was? Stompy hat 105. Wo ist Stompy? Da! Oh mein Gott! Alter, ist das knapp. Das war ganz, ganz knapp. Digga, nicht einmal Erster. Oh, ich hätte keinen Bock mehr gehabt. Maestro Styler. Ach du Scheiße. Ey, Maestro ist wahrscheinlich richtig piss dann, ne? Oder nicht? Der ist doch extra hergefahren. Ja, safe. Ey, können wir XA kommen? Ich will das wissen, ob der... Ja, so der kommt, nein, wir kommen später safe nochmal hoch. Wir machen Comedian-Duo, ich sag dir nicht. Echt? Ja, welchen Käse, ja.